Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Modus Schatten. In der letzten Folge haben wir Hürgen und seine geliebte Frau wieder vereint. Wir waren sozusagen mal ausnahmsweise Hermes, der Götterbote. Ne, eigentlich ja mehr Amor und mit seinen Pfeilen. Oder irgendwie beides. Beides in einer Person. Oh, guck mal. Halte LT gedrückt und A, um einen Schattenangriff auszuführen. Okay, das habe ich keine Lust drauf. Wie war denn das? Komm schon mal her hier. So. Ich würde jetzt gerne mal... So. Verhören. Todesdrohung. Siehst du, das kombiniere ich jetzt auch. Das würde ich nicht gerne mal ausprobieren jetzt. Und wir machen eine Todesdrohung an. Diesen lustigen Menschen da. Mische dich in einen Rekrutierungsversuch ein, um Saurons Armee zu schwächen. Ein ebenbürtiger Gegner für jeden Menschen und Uruk. Seine Schwäche ist aber... Oh! Man konnte ihn doch vorher mit einem einzelnen Pfeil... Oh! Na, dann müssen wir halt einen Karagor... finden. Jo, dann nehmen wir das direkt mal als Ziel. Ich würde gerne jetzt mal diese Folge noch eine Nebenmission und dann vielleicht mal hier unten diese Hauptmission weitermachen und dann mal schauen, wie wir uns einmischen in dieses Gemenge. Horst hat Stahlschläger. Trag der Narr. Ich glaube, wir müssen zu Horzer Stahlschläger. Stimmt's? Stimmt. So. Und genau, das ist der Plan für diese Folge. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Ich sollte natürlich auch das Ziel markieren. Ist sonst ein bisschen blöd. Wir müssen jetzt unbedingt also noch einen Karagor finden, bevor wir... Nein, eigentlich während... Oh. Ah, ich weiß, wie wir den hinkriegen. Ha! Kein Problem. Einmal in die Festung rein. Alles easy peasy hier. Denn wir haben hier Karagor. Ich mag Karagor. Einmal. Und jetzt komm schon. Zweimal. Hey, mein lieber Karagor. Jo, du bist unser. Und der nächste? Jetzt auch. Richtig gesehen. Mein Karagor. Oh, die hat was ins Auge bekommen. Das gefällt mir aber nicht so. Jetzt wusste ich gerade kurz nicht, was ich eigentlich anklicken muss. Jo. Dann komm mit. Hey, halt die Klappe. Du bist nur ein bisschen Karagor-Futter. Oh, ich wollte natürlich nicht unseren... Ups. Ich wollte eigentlich nicht unseren Karagor töten. Und Kopf geplatzt. Hoppala. Und ich will eigentlich mehr unsere Karagor die Arbeit machen lassen. Verschwindet, du hässlicher Wichser. Hui.
Und Cargo sind hier unten, soweit ich das weiß. Irgendwo. Hä? War ich nicht hier? Da hinten sind Cargo. Hey! Halt die Klappe, nicht dein Sieg. Cargor Sieg. Hey, ein Cargor, guck mal. Viel Spaß damit, ihr Idioten. So, unsere Cargor machen da mal die Arbeit. Oh, guck mal. Da ist ja einer. Ja, wir können natürlich schon ein paar Bogenschützen irgendwie schauen, dass wir die. Oh, verbreiten wir noch ein bisschen Terror, komm. Weil wir es ja können. Was machen die da unten eigentlich? Kämpfen alle gegen den Cargo. Ach guck mal, da können wir noch was runterfallen lassen. Oh, wir brauchen neue Elbengeschosse. Aber hey, hier haben wir ja neue. So, und dann beginnen wir jetzt mal die Mission. Die sind ja alle abgelenkt, hauen alle ab. Huch! Hey, ich will die Mission. Na komm. Komm jetzt. So, geht doch. Einmal die Mission bitte. Jo. Wir mischen uns ein, kriegen dafür Macht, steigen ein Level auf. Na, das ist ja jetzt immun. Gegen Fernkampf. Habt ihr Lust, Radau zu machen? Dann schließt euch mir an. Dir folgen? Du bist erbärmlich. Ich hab ganz vergessen. Oh, ja, na klar. Jetzt ist natürlich... Schleichaufzählung. Oh, guck mal, der liegt gerade so schön. Ah ne, das war gar nicht der. Ja, lass mich mal in Ruhe. Jetzt musst du mich nur noch töten. Ja, das mache ich gerne. Dann müssen wir es halt ganz normal machen. Die altmodische Variante. Hey! Komm mal her hier. Mann! Jetzt geht's dir aber an den Kragen hier. Oh, der ist ja... Oh, das ging schnell. Cool. Und damit haben wir auch die Todesdrohung wahr gemacht. So endet deine Herrschaft. So, ich glaube, es wird jetzt mal Zeit für einen Geistesblitz. Oder halt auch nicht, ne? Huch. Du hörst schon Stimmen. Oh, guck mal, das ist ein Krogfass. Krogfass. Viel Spaß, Idioten. Wow. Jo. Haben wir jetzt alle? Erstmal den noch schön abstechen. Der kriegt noch einen Pfeil. Halt einen Wurf durch. Hä? Da steht noch? Stirb. Genau. Irgendwie muss ich wieder reinkommen. Abendstern stellt den Fokus vollständig wieder her, wenn... Könntest du mir bitte mal bis Ende anzeigen, was ich gefunden habe? Dolch ist das wahrscheinlich. Was haben wir da? Chancen von 25 Gesundheit zu regenerieren. Okay. Und das... nee, okay, gell? Schleichtung mit der... Fähigkeit terrorisieren rufen zusätzlich Furcht hervor. Okay.
Hey, wir haben doch was völlig anderes bekommen. Ah. Okay, da muss ich mal schauen. Es geht um Fokus, ja? Erhöht den Nahkampfschaden bei mittleren Trefferserien 15 bis 29 um 23%. Ist gut. Erhöht den durch Waffen verursachten Schaden bei Angriffen von hinten um 26%. Tut mir leid, aber irgendwie macht das so keinen Sinn. Wir müssen dann leider erst. Oh. Cool. Wir können wieder mehr freischalten. Was hatten wir gesagt, was wir machen wollten? Schnelles Spannen? Nö. Flamme der Vergeltung? Kritischer Treffer 2. Sofortiger Todesstoß. Schulterstoß. Tödlicher Schattenangriff. Eine tödliche Variante des Schattenangriffs. Das gefällt mir ganz gut. Schattenangriff Aneinanderreihung. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Okay, das. Ne, wir machen erstmal sofortigen Todesstoß. Denn das ist ganz sinnvoll, wenn jemand am Boden liegt, dann irgendwie schnell hinzurichten. Wir brauchen jetzt dringend mehr Mirian. Das bedeutet, wir müssen jetzt unbedingt noch eine Mission machen. Und Artefakte sammeln. Tut mir leid, Paul. Tut mir leid. Ich muss das tun. Ich hoffe, du verstehst das. Hä? Was ist denn los? Halt die Klappe. Kopf ab. Stirb einfach. Halt mal die Fresse hier. Geht doch. Sie tun tatsächlich das, was ich sage. Gut erzogene Orks, muss ich sagen. Oh. Wäre jetzt geil gewesen, hätten wir beide auf einmal geköpft. Das wäre echt mega gewesen. Leider geht es wohl gar nicht so gut. Oh nein. Nein, komm her. Nein, nein, nein. Jo. Einmal bitte betäuben. Einmal köpfen. Einmal eine Hinrichtung. Wow. Und noch eine Hinrichtung. Lecker. Das sieht doch jetzt mal gut. Haben wir eigentlich irgendeine... Nee, Malos sieht so aus. Okay. Ja, also ich brauche unbedingt Miriam. Und das findet sich nun mal leider... Was heißt leider? Das ist eigentlich gut, dass sich das so findet. Hä, wo muss ich... Wo, was ist... Okay. Wie komme ich jetzt einmal außen rum? Oder ist das schon hier? Es ist schon hier, okay. Es findet sich leider in diesen Iphilin. Nani hier, Gelaia Mordor. Ich habe hier natürlich schon weitergesucht. Nun, das findet sich natürlich auch... Ich hab dem Kobold gesagt, wir müssen lernen, Grauchs zu reiten. Boah, wie viele sind das schon wieder? So, ist besser. Jo, wo ist dieses Artefakt? Ich glaube da hinten. Ich höre schon Stimmen.